Die Firma Arkenlight schafft es mit speziellen Zellen, die Strahlung von Atomabfall einzufangen und den nutzbaren Strom umzuwandeln. Und das System ist bereits jetzt marktreif. Gesetzt wird auf das sogenannte Prinzip der Beta-Voltaik. Bestimmte radioaktive Elemente sondern Elektronen und Positronen ab, sogenannte Beta-Strahlung. Und genau diese kann man mit Hilfe von Halbleitern absorbieren und in einen Gleichstrom transformieren. Das System befindet sich schon im Einsatz und ist längst aus der Testphase raus. Besonders hoch ist das Potenzial bei Systemen, die nicht viel Strom, sondern sehr lange Strom benötigen. Ein Batteriesystem auf der Basis der Beta-Voltaik kann tatsächlich mehrere tausende Jahre halten. Die Batterie von Arkenlight unglaubliche 5730 Jahre. Und ja, tatsächlich kann man solche Batterien bereits jetzt kaufen. Doch wie weit kann man mit der Beta-Voltaik wirklich gehen? Kann man damit sogar ein Kraftwerk betreiben? Schauen wir uns das mal genauer an. Das Grundmaterial für die Atommüllverwertung ist alter, hochradioaktiver Kohlenstoff. Graphit wurde in alten Magnox-Reaktoren als Moderator genutzt. Leider wurde er über die Zeit hinweg dadurch selbst radioaktiv. Obwohl bereits 2015 der letzte Magnox-Reaktor der Welt abgeschaltet wurde, gibt es allein in Großbritannien mehr als 95.000 Tonnen radioaktives Graphit. Doch nicht jedes Isotop strahlt mit wertvoller Beta-Strahlung. Laut der Firma Arkenlight ist das Isotop Kohlenstoff 14 wohl der heilige Gral der Atomtechnik. Dieses muss aus dem Graphit extrahiert werden. Zum Glück aber neigt C14 dazu, sich an der Oberfläche abzusetzen. Erhitzt man einen Graphitblock, so wird das C14 zuerst gasförmig, wodurch es leicht eingefangen werden kann. Liegt es in reiner Form vor, so kann es jetzt weiterverarbeitet werden. Mit Hilfe der Chemical Vapor Deposition wird der Kohlenstoff nun zu einem Diamanten. Dafür wird ein Gemisch aus Wasserstoff und Methanplasma verwendet, um bei unglaublich hohen Temperaturen hauchdünne Diamantfilme zu produzieren. Doch wie kann man dieses Material nun für die Stromproduktion nutzen? Kann man damit sogar ein Kraftwerk betreiben? Nun ja, das Material wird nun um eine Halbleiterschicht erweitert. Traditionellerweise setzt man hierfür, wie bereits der Entdecker der Beta-Voltaik, Silizium ein. Über die Jahrzehnte hinweg wurden jedoch bessere Materialien entdeckt. Mittlerweile wird vor allem auf Verbundstoffe wie Galliumarsenide oder Siliziumcarbide gesetzt. Als besonders effektiv erwiesen sich aber Galliumnitride. Um die Stabilität des Halbleiter-Kohlenstoffverbundes zu gewährleisten, die Strahlung abzuschirmen und die Bedingungen für die Stromproduktion konstant auf gutem Level zu halten, bietet es sich an, das System in eine abgeschottete Batterie zu integrieren. Auch hierfür wird wiederum eine Diamantschicht verwendet. Diese äußere Schicht wird allerdings natürlich aus normalem, gängigem Kohlenstoff hergestellt und ist nicht radioaktiv. So oder so hört sich das alles sehr teuer an. Jedoch ist der Gedanke, dass Diamant kostspielig ist, hier etwas irreführend. In wenigen Jahren, wenn die Massenfertigung startet, könnten kleinere Batterien von Arkenlight für 2,31 € bis 23,11 € erhältlich sein. Eine wirklich beeindruckende Bilanz. Doch für große Kraftwerke wird sich das System wahrscheinlich nie rechnen können. Gängiges Silizium erreicht bei der Beta-Voltaik einen Wirkungsgrad von nur 0,2%. Zwar kann dieser mit neuen Materialien und Optimierungen, wie damals bei der Photovoltaik, drastisch ansteigen. Allerdings ändert das nichts an der trotzdem grundsätzlich ernüchternden Stromausbeute. Erwartet wird, dass die Batterien mindestens eine Spannung von 2 Volt erzeugen. Basierend auf der Verwendung von 1 Gramm Kohlenstoff 14 kann ein Modul 5730 Jahre lang etwa 15 Joule Energie pro Tag liefern. Diese enorm geringe Stromausbeute lässt sich auch nicht irgendwie schönrechnen. Die Leistung der Batterie liegt im Mikrowattbereich und laut aktuellen Prognosen wird sich das auch niemals ändern können. Zwar kann eine 1 Gramm Diamantzelle über ihre komplette Lebensspanne hinweg mehr als 100 Mal mehr Energie liefern als eine Standard-Akali-AA-Batterie, allerdings bringt uns dieser Umstand wenig, wenn die Energie erst über tausende Jahre hinweg verfügbar wird. Für Kraftwerke ist das Konzept also nicht geeignet, dafür aber ausgezeichnet für technische Geräte, die wenig Leistung, aber dafür über sehr lange Zeit mit Strom versorgt werden müssen. Sensoren, ID-Chips, Rauchmelder und IoT-Geräte. So oder so zeigt uns diese Technologie aber, dass wir die Atomabfälle vielleicht weniger als Abfall und mehr als Ressource betrachten sollten. Einen einzigen Kubikmeter Graphit aus Magnox-Reaktoren zu entsorgen, kostet aktuell 60.000 Euro. Mit der Batterieproduktion wird die Entsorgung sogar ein Plusgeschäft. Da die Atommüllversorgung mit Steuergeldern finanziert wird, ist das eine wirklich erfreuliche Nachricht. Doch damit ist ehrlich gesagt nur ein kleines Problem der Atommüllverwertung gelöst. Graphit zählt zum mittelstarken bis schwach radioaktiven Abfall. Wirklich gefährlich ist der stark radioaktive Abfall, welcher vorwiegend aus alten Brennstäben besteht. Dieser Abfall strahlt bis zu 1 Million Jahre lang und stellt damit ein hohes Risiko für die Umwelt dar.
Doch tatsächlich kann dieses Material sogar für die Stromproduktion im großen Stil genutzt werden. Der sogenannte Dual-Fluid-Reaktor kann alleine mit den 27.000 Kubikmetern Atomabfall, die aktuell in Deutschland gelagert werden, die ganze Nation bis zu 366 Jahre lang mit Strom versorgen. Wenn du mehr über diesen neuen Reaktor wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem gerne diesen Kanal, um Benachrichtigungen für neue Videos zu erhalten.